Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur fünften und letzten Folge der Magic Duels Aether Rebellion Kampagne. Wir machen jetzt das fünfte Duell, was nochmal um 50 Gold geht und am Ende können wir dann noch, wenn wir gewinnen sollten heute, drei Packungen noch öffnen und uns noch ein paar Kärtchen gönnen. Und ich weiß aber nicht, ob ich dann tatsächlich auch aus Aether Rebellion öffne, weil ihr habt ja die Karten aus Aether Rebellion gesehen. Oh mein Gott, was ist das alles? Oh. Ich bin überfordert. Was haben wir denn hier? Opfere die Meisterrestauratorin. Bringe bis zu einer Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Okay, das ist ganz nett. Die ist cool. Aha. Okay, was haben wir hier? Das da unten können wir nicht sehen. Die ist ja ganz gut. Der Rest ist so lala, aber ich habe auch 1. Aha. Ich behalte es einfach mal. Wir probieren es mal mit dieser Hand. Ich habe keine Ahnung, was noch so im Deck ist. Ich weiß auch nicht, was ich hier liegen habe. Aha. Und was ist das? Ach so, Gideon kommt mir zur Hilfe. Das wäre natürlich ganz nett. Das wäre ja sehr nett. Jetzt spielen wir den und spielen den aus. Oh, das ist natürlich super. Allerdings habe ich jetzt einen Zug Wartezeit wahrscheinlich. Das ist schlecht. Oh, das habe ich mir selbst gerne genutzt. Da ich jetzt dagegen spielen muss, finde ich jetzt nicht so prickelnd. Okay, ich kann jetzt nur die benutzen. Gut, dann greifen wir mal an. Solange er nichts hat, müssen wir es nutzen. Oh. Die Chandras Hut könnte noch unser Joker werden hier. Ein Schaden für jede Kreatur, die der Gegner kontrolliert. Das ist natürlich gut. Vor allem, wenn er jetzt 5000 von diesen Thoptern hat. Da wird es wahrscheinlich immer nötig werden. Also müssen wir eventuell so viel Ramp-Schaden, also so viel Schaden machen wie möglich. Uhuhu. Okay, dann machen wir mal das. Ja? Ja, so, das ist der Gegner, den wir bestimmen. Schön. So. Und dann. Ich könnte jetzt die auf den machen, glaube ich, ne? Was ist das für eine? Okay. So, der ist jetzt die ganze Zeit die Kreatur. Wow. Das ist krank. Aber genial. Okay, wir greifen nicht mit allen an, nur mit der. Das reicht völlig. Und er lässt durch. Was für mich völlig okay ist. Der hat eh Wachsamkeit und kann fliegen. Herrlich. Wenn jetzt alle Gideon angreifen müssen, kann ich mit der Wachsamkeit auch angreifen und trotzdem alle blocken. Das ist natürlich auch super genial. Habe ich hier die ultimative Hand eventuell. Aha. Ja, das blocken wir auf jeden Fall. Shit. Na gut. Dann ist es halt so. Höhöhöhö. Aber ich glaube, den Angriff müsste ich trotzdem geblockt haben. Jawohl. Ich mir eine schöne Karte verloren. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, und dann aktivieren wir. Aha. Okay, wir machen mal weiter so. Sollen ihn ruhig weiter angreifen. Und eigentlich kann ich auch erstmal das so lassen, wie es ist.
Angriff überspringen. Ich hätte einfach noch einen Mana übrig haben müssen für meinen eigenen Spontanzauber. Das wäre echt gut gewesen. Dann kriegt meiner schön plus 1 plus 1 Marken hier. Das ist auch ganz nett. Okay, greifen sie beide an. Und der hier ist jetzt anscheinend schon eine. Was? Und auf welche Kreatur haut er das jetzt? Auf wen zieht er denn das jetzt? Ja. Stopp. Ich mache jetzt mal so. Da müsste jetzt, glaube ich, genug haben, ne? Wie viel Schaden macht er denn? Er kontrolliert vier Artefakte. Das heißt, also ich muss, glaube ich, das auch noch draufballern. Hä? Moment. What? War schon der Timer abgelaufen? Oh goddammit. Okay, damit geht es dann wieder völlig in die Hose alles. Ganz toll. Weil dieses Spiel immer so schnell weiterspringen muss. Das ist sehr ätzend, wenn man es nicht mehr gewöhnt ist. Okay, was kannst du? Fügt Schaden jedem Gegner zwei Schadenspunkte zu. Wow. Okay. Okay, dann mache ich jetzt mal das. Und dann mache ich noch das. Also wenn ich die jetzt nicht wirke, dann habe ich das, was ich wollte, oder wie? Ach, ich habe das Gefühl, ich nutze nicht alles optimal hier. Da fügt jetzt ein Gegner an zwei zu? Ne, tut er nicht. What? Dem Gegner zwei Schadenspunkte. Ach so, nur dem wahrscheinlich. Ich dachte, das bezieht irgendwie auch Kreaturen mit ein. Naja, egal. Was soll's? Fängt uns immerhin den Schaden ab. Ja, das einzige Gute ist, dass er hier eigentlich so ziemlich keine Mana zieht. Aber genug, um zu nerven. So, ich glaube, ich füge ihm jetzt einfach mal. Ich glaube, ich benutze jetzt einfach. Und mache ihm mal hier vier Schadenspunkte. Bum, bum. Achso, jetzt sind sie alle weg. Cool. Das hat sich ja gelohnt erstmal. Auch nicht schlecht. Benutzen wir auch mal. Und dann kann ich hier was benutzen. Achso, das kostet dann drei. Okay. Ah, das ist nicht so wild. Nutzen wir mal schon wieder ein Mana. Ich verliere mal meinen Mana dabei. Machen wir jetzt zur 6-6er hier. Dann würde ich mal sagen, greifen wir einfach mal an. Er hat ja auch nicht mehr so viele Lebenspunkte. Ja. Moment, los. Ich meine, er blockt wahrscheinlich genau. Moment, was macht das hier? Ach so, gut. Aber er frisst immer die 6. Nice. Plus die 2, glaube ich, vom anderen Planeswalker. Ach so, ich muss den Zug beenden. Was kann er noch? Aha, okay. Für das Emblem brauche ich also noch ein bisschen was. Eins brauche ich noch. Was hat er hier? Oh, okay. Uiuiui. Aber er kann diesen Zug noch nichts machen. Und eine 04er. Ich glaube, ich brauche dieses Emblem, sonst schaffe ich es wahrscheinlich nicht. Ziehe ich einen Mana. Das ist nicht so günstig. Okay, wir nehmen mal das jetzt. Und der hier soll alles abfangen.
Ich meine, er hat ja, im Moment hat er nur drei Angriff. Insofern passt das, denke ich. Und Angriff überspringen. Ist allerdings noch ein. Also langsam. Okay. Jetzt muss schon raus, du, so viele Viecher hatte. Okay, mal überlegen, was haben wir denn? Wenn diese drei Einzel. Jetzt kann ich es nicht mehr. Das springt einfach zu schnell mit diesem Timer. Das ist nicht cool. Okay, machen wir mal so. Ach, hat er schon wieder was, ey. Mit seinen 50.000 Spontanzaubern da. Das wäre schrecklich. Aber egal, er fickt mir weiter den Schaden ab. So muss das sein. Wenn sie die ganzen Viecher reduzieren, schaffe ich sowieso nicht mehr. Ja, noch ein extra Mal, ne? Das ist auch nicht gut. Das wird nochmal knapp. Oh, ich ziehe nur Mana, ey. Das ist echt schlecht. 1, 2, 3, 4 hat er. Gut, dann kann ich das weitermachen. Dann kann ich ja den benutzen. Vielleicht ziehe ich ja auch mal eine Karte, die ich benutzen kann. Hier steht er. Du kannst diese Karte wirken. So, ich habe doch zwei rote, ne? Genau, das Rot. Das ist Rot. Warum kann ich es nicht wirken? Ja, aber. Hä? Du kannst ja nicht wirken. Also das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Vielleicht verstehe ich die Karte auch falsch. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch Karten, die man aus dem Exil heraus dann irgendwie wirken kann oder so. Ich habe echt keinen Schimmer. Okay, so, jetzt kommt hier der Großangriff, aber er kann immer noch alles abfedern. Und ich lasse ihn das jetzt einfach mal fressen. Aber oh, macht jetzt jedes einzelne, ist ja ätzend. Aber Gideon leistet gute Arbeit. Er tankt so viel weg. Och. Was? Dann opfer ich den jetzt. Oh, wieso ziehe ich denn noch Mana, ey? Nehme ich jetzt das fucking Emblem, ey. Aber die Runde verliere ich wahrscheinlich. Ich befürchte, die verliere ich, weil ich einfach, wie gesagt, nur Mana jetzt ziehe. Ja, also ich meine, in der letzten Folge habe ich keine gezogen, jetzt ziehe ich sie nur noch. Seit 10.000 Runden. Ah, nicht gut. Aber jetzt weiß ich wenigstens auch, was mein Gegner und so spielt. Das heißt, in der zweiten Runde bin ich etwas hoffnungsvoller. Noch. Komm schon, ist nicht dein Ernst jetzt. Super. Super tolle Karte. Ach, Mann. Mit Doppelschlag. Ja, aber er hat halt nur Doppelschlag. Ja. Lass die mal durch. Jetzt kann er noch eine Karte ziehen, leider. So, seine Synergien stehen halt. Und ich bin auch angewiesen, dass ich jetzt einfach nur drei Zaubersprüche ziehe, die ich spiele. Oh, was haben wir hier? Zauberkreatur, ein Fahrzeug. Tö, toll. Ich habe kein Fahrzeug und keine Kreatur. Ja, super. Ja, will ich aber nicht mehr. Nimm das zurück. Kann ich das denn jetzt canceln? Abbrechen. Ja, ist ja okay. Abbrechen. Okay, es sieht echt nach einer Niederlage aus. Wenn ich jetzt nicht dringend mal eine Kreatur ziehe, bin ich tot. Langsam hat er echt viel.
Ach komm. Ja klar, ein 4-6er. Was sonst? Weil das zieht sich jetzt also ewig. Ach ja, so 4 Schaden passen ein. Das ist auch noch erträglich. Aber langsam läuft mir die Zeit davon. Und er kann ziehen, ziehen, ziehen ohne Ende. Herrlich. Yay. 5 Schaden für dich. Boom. Und dann kriegt er jetzt hier noch die Verzauberung. Und auch nochmal 5 Schaden für ihn. Und ich muss jetzt hoffen. Hat er es Schlag, ne? Aber er hat nicht nur Artefaktkreaturen, was ein bisschen doof ist. Das heißt also, ich muss das Ding wahrscheinlich eher zum Blocken benutzen, befürchte ich. Aber zumindest kann ich mit der 4-6 angreifen, obwohl er hat ja noch 5000 Schadenzauber bestimmt. Also, ich mache mir da gar keine Hoffnung, dass er überlebt eigentlich. Wahrscheinlich stirbt er. Was war das? Keine Ahnung. Er darf noch keine Lebenspunkte kriegen und ich muss noch einen Zauber ziehen. Alter, was ist denn das für eine Elf-Elfer? What the fuck? Okay, wie viele sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, wir springen in den Block. Die Elf-Elfer war jetzt natürlich nicht dabei, aber. Kann noch eine Karte ziehen. Ach, die kostet 11. Ach, der, ja, an den erinnere ich mich. Okay, er hält plus 2 plus 2 und er erhält 5 Schaden. Das heißt, wir haben jetzt gewonnen. Gott sei Dank. Gott sei Dank, nachdem was alles schiefgelaufen ist in diesem Match, bin ich ja echt happy, dass das jetzt funktioniert hat. Yay! Wir haben es geschafft. Ich glaube, ich kann nur 2 Packungen öffnen. Ich habe mich irgendwie verguckt anscheinend, oder das Gold wurde noch nicht aufgezählt gerade. Okay. Gut, nur 415, das ist ja lausig. Das ist ja echt lausig. Es gibt schon so viele mittlerweile, irgendwann sieht man da gar nicht mehr durch. Was? Ach, hier hätte ich nur 21%, das ist traurig. Tja, welches Set nehme ich? Wisst ihr was, Leute? Ihr könnt euch das aussuchen, wenn ihr es bis zum Schluss geguckt habt und ihr wollt sehen, wie ich 2 Packungen öffne aus irgendeinem Set. Oder wie ich einfach noch meine Quest irgendwie mache und dann eine Packung öffne aus irgendeinem Set. Dann können wir es gerne so machen. Ja, also ich heb jetzt einfach nur auf das Gold und boah, was für ein Mist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, liebe Leute. In, keine Ahnung wann. Ihr habt irgendeinen Wunsch. Dann werde ich den versuchen zu erfüllen. Also dann, ciao, ciao.